herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelderland 1.5 Beta. So, ich bin mal gespannt, ob der Polizist mir heute sagen kann, wo meine Poldergabel abgeblieben ist. Weil ich weiß absolut nicht, wo ich die hingelegt habe. Oder ob sie mir tatsächlich geklaut wurde. Warte mal, Polizist hat gesagt, das ist irgendwo in der Nähe von den Wäldern. Das heißt, ich muss ein bisschen gucken. Ein bisschen ordentlicher fahren. Volker Varuna, hallo? Jo, Volker Diesel hier. Hi. Hi, was habe ich gerade vom Herrn Jäger gehört? Deine Poltergabel ist weg? Ja. Entweder geklaut oder ich bin zu dumm und habe sie verlegt. War die nicht letztes Mal noch an deinem Frontlader dran, wo die am Hof stand? Nee, das war eine Palettengabel. Ich bin nämlich mit der Palettengabel zum Wald gefahren und hab's erst da gemerkt. Oh. Deshalb, das ist ja mein Problem. Jetzt bin ich zu weit gefahren. So ein Mist aber auch. Ja, weil ich war jetzt hier gerade mit dem Jäger rum, weil mit vier Augen kann man mehr sehen als nur mit zweien. Ja, aber vergess nicht, die Felder zu ernten. Nee, vergess ich schon nicht. Ja, nicht, dass mir der Dinkel vergammelt. Ja? Ja, alles kein Problem. Gut. Also Wald 14 hatte ich in der Pacht. Ich bin der Meinung, ich hatte sie da benutzt. Gut, aber ja. Da habe ich vorhin nichts gefunden. Alles klar. Gut, bis dann mal. Ich rufe dich dann nochmal an, wenn wir sie gefunden haben. Jo, subi. Ciao. Gut, ciao. Na, jetzt lässt er sich wieder ablenken, ey, anstatt dass der mal an unseren Feldern arbeitet. So ein Hampelmann. Eieiei. Ich hab's Gefühl, der Einzige, der hier produktiv arbeitet, bin ich. So. Jo, Volker Diesel hier, ich hab sie gefunden. Wo? An deinem Hof hinten am Haus. Hä, da war ich doch, da habe ich nur die Bierpaletten gesehen. Ja, wenn du mal Richtung weiter dann eine Halle gegangen wärst, steht da nämlich im Gras. Ah, scheiß Gras, das ist zu hoch. Muss mal eine Rasen mähen. Eieiei. Okay. Also links neben Haus oder was? In Richtung gegenüber von deinem Hühnerstall ist ja noch eine Halle neben deinem Haus. Und daneben liegt sie. Also links vom Haus. Richtig. Komm mal gerade vorbei, bin gleich da. Gut, ciao. Ciao. Eieiei, hätte ich mal richtig geguckt, ne? Hoffentlich will der Polizist jetzt kein Geld von mir. Links vom Haus im Gras. Ah, lol. Hä, aber die habe ich vorhin absolut nicht gesehen. Das kann ja wohl nicht sein. Hallo. Schönen guten Tag. Hey, aber ich bin hier vorhin lang gefahren, da war nichts. Ja, da glaube ich Ihnen jetzt aufs Wort, Herr Varuna. Scheiße. Vielleicht soll ich sie gelb lackieren oder so. Ja, oder braun. Ja, braun, wie die Idee. Erde. Ja.
Wir lassen den Herrn Diesel einfach mal diese Ecke hier mähen. Ja, der schafft ja nichts. Der steht jetzt hier wieder rum, anstatt dass er auf dem Feld erntet. Viel Spaß beim Laufen. Sehen Sie, ich bin im Minus. Ich habe nicht mal Geld hier und müsste denen noch Geld zahlen und ich komme zu nichts. Allerdings ist das meine Schuld, dass er nicht auf dem Feld stand. Das muss ich jetzt zugeben. Weil ich hatte mir gedacht, die haben ja die Agrargemeinschaft. Da habe ich mir gedacht, vielleicht wüsste er ja, wo sie ist. Und dann hatte ich ihn angerufen. Ja, aber dann muss er ja nicht sagen, kommen Sie vorbei, ich fahr gern mit. Er hatte mir gesagt, er hätte sie auf dem Hof gesehen. Dann habe ich mir gedacht, da komm, dann wollte ich es gerne mal sehen, wo auf dem Hof. Ah, okay. Weil ich hätte sie jetzt auch übersehen. Ja, das ist... Oder rot. Rot oder gelb irgendwie. Ja, das ist eine gute Farbe. Ja, aber sieht halt hässlich aus. Von ihren Felgen, das würde ganz gut passen. Das wäre eine Idee. Und man sieht es auch. Das werde ich mir überlegen. Vielen Dank für den Tipp. Bitte sehr. Gut, danke für die Hilfe. Gern geschehen, noch einen schönen Tag. Ebenso, tschüss. Na, der Freund und Helfer. Na, toll. Hat nicht mal was gekostet. So. Gut, dann hau ich wenigstens noch ein paar Hackschnitzlis rein. Bei der Kohleproduktion. Und dann hoffe ich mal, dass wir heute noch zum paar Baumstämme verladen kommen. Wäre zumindest toll. Naja, endlich eine Poltergabel gefunden. Aber leider 2,5 Tage für den Arsch. Nichts passiert, nichts produktiv gearbeitet. Das ist natürlich ein Nachteil. Und die haben wieder hier das doofe Ding so unpassend hingestellt. Ich kann ja ein bisschen Kohle auf Vorrat produzieren, das ist ja kein Thema. Kommen wir da rein? Ja, funktioniert. Ja, Quatsch. Abkoppeln wollte ich. Warum kann ich die Schläuche jetzt nicht wegmachen? Ah doch, geht doch. So, jetzt. Gut. Dann auf in den Wald endlich. Ein paar Baumstämme verladen. Eieiei.
Oder ich muss einfach die Poldergabel das nächste Mal in eine Halle reinlegen und nicht ins Gras. Das wäre wahrscheinlich auch sinnvoll. Dann passiert das auch nicht mehr, dass ich die verliere. War halt jetzt unnötig, ne? Was ich auch machen möchte, ist diese Woche endlich mal das Holzscheitelwerk in Betrieb nehmen. Da hatte ich ja eigentlich vor, dass ich das in Betrieb nehme, um damit Geld zu verdienen. Das sollte ich dann auch mal tun. Gut, er erntet, das ist schon mal gut. So. Ich weiß nicht, ob ich heute noch ein paar Stämme verladen bekomme. Müssen wir mal gucken. Wohl eher nicht. Oh oh, da gibt's einen Strafzettel. Hallihallo. Ja. Was machen Sie denn hier? ich habe mich nur gewundert, wem der MB-Trag auf der anderen Seite gehört. Ja, der Kirmhändler. Ja, der ist irgendwie heute weggefahren, kann das sein? Ja, kann sein. Aber wissen Sie was? Sollte nächstes Mal wenigstens die Hydraulik entlasten. Geht irgendwann das Öl kaputt. Also, wissen, was ich meine. Ich muss irgendwie immer noch anlachen, Herr Varuna. Das kannst du mir nicht verkneifen. Ich gehe mal weiter. Tschüss. Schönen Tag noch. Lacht er mich einfach aus hier. So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Oder einfach alles. Und bis morgen. Tschüss.